Hi, ich bin Martin und darf euch heute die Details des Cajón-Pedals CAP 200 zeigen. Das CAP 200 ist der Nachfolger des allerersten Cajón-Pedals auf dem Markt, dem CAP 100 von Schlagwerk. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Weiterentwicklung des bekannten Originals, sondern um eine komplette Neuentwicklung. Das CAP 200 wird in der passenden Tasche geliefert. Das ist der Platzhalter und hier haben wir die Bodenplatte für alle Cajons mit maximal 30x30 cm Grundfläche. Zuerst nehmt ihr die Pedalseite nach oben heraus und danach die Biederseite. So kann sich der Bodenzug frei bewegen. Das Herzstück des neuen Pedals ist die Double Cam Konstruktion. Die Pedalbewegung wird in eine Rotation umgewandelt. Der Bodenzug leitet diese Bewegung direkt an die Biederwelle weiter. Als Ergebnis haben wir ein sehr direktes Spielgefühl. Für maximale Flexibilität sind wir beim Bodenzug geblieben. Das Edelstahlseil ist Teflon beschichtet und sorgt für extrem leichten Lauf. Das Pedal ist als Longboard konzipiert und ermöglicht durch den flachen Pedalwinkel ein sehr angenehmes Spielgefühl. Durch das optimierte Hebelverhältnis wird die Kraft auf den Beater erhöht und der Dynamikbereich dadurch vergrößert. Die Belastungen für Fuß und Knöchel werden beim Spielen reduziert. Jedes Cajón hat einen Sweet Spot für den maximalen Bass. Das CAP 200 in Verbindung mit dem Gummibeater und der Bodenplatte trifft diesen Punkt optimal. Dadurch erhält man den vollen und punchigen Bassdrum Sound. Mit dem mitgelieferten Vierkantschlüssel könnt ihr die Beaterneigung, die Beaterhöhe sowie mit der Vierkantschraube an der Cam die Pedalneigung vorstellen. Das Cajón-Pedal wird spielfertig geliefert. Möchtet ihr eure persönlichen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, könnt ihr euch an den Markierungen auf den Cams orientieren. Das Cajón-Pedal wird an der Bodenplatte befestigt. Das Cajón steht im richtigen Spielwinkel, entkoppelt auf der Bodenplatte. Hier haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Mit dabei ist die passende Tasche für sicheren Transport. Achtet darauf, das Pedal nicht am Bodenzug zu tragen, um Knicken und Beschädigungen zu vermeiden. Zum Einpacken setzt ihr die Bieterseite senkrecht von oben ein, dreht den Bodenzug nach links und setzt die Pedalplatte zuerst an der linken Seite ein und führt es dann nach unten. Für Kleinigkeiten haben wir hier noch ein Zubehörfach integriert. Danach setzen wir die Bodenplatte auf und daneben den Platzhalter. Nun den Deckel wieder schließen. Und fertig. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Cajón-Pedal.